Und damit guten Mittag, guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr das schaut. Ich versuche deutlicher zu reden und bin der Patrick und was auch immer vom Crunch Gaming und wir kämpfen in der BBL. Ey, nach dem Sieg letzte Woche holen wir uns mal hier hoffentlich den zweiten Sieg gegen einen sehr schweren Gegner, den guten Maxi, weil sein Team eigentlich ein Favor ist gegen mich. Das sage ich von Anfang an. Und zwar erstens, weil sein Team viel schneller ist als meins. Vor allem die Higher Tiers sind eindeutig schneller als mein Team. Ja. Wenn man sich das mal anschaut, da ist ein Dragora mit 80, ein Torkoal mit 80, top. Tohaidom ist um die 330, 340? Weiß ich gerade leider nicht. Ein Toxa 100, Blitzer 130, Jirachi. Jirachi hat, wie viel hat das Ding? 100? Gengar 110. Kikli irgendwas um die 90, um die 90 Speedbase. Und die letzten drei sind jetzt nicht die schnellsten, aber trotzdem. Die ersten. Die ersten 7 Mons haben schon einen Speed-Durchschnitt, Speedbase-Durchschnitt von so um die 105. Das ist zu viel. Das mag ich nicht. Wenn sich mal mein Team anguckt, mein Team ist jetzt sicher das schnellste. Zygarde, Firmicula und Raikou sind die einzigen, die wirklich Speed haben in dem Team. Aber dafür haben die auch ordentlich was. Und mit 110, 100, 115, 109 haben die schon ordentlich was unter der Haube, die Guten. Jo, also ich hatte sehr viel Angst hier vor Trauran und Tohaido. Weil Tohaido eben namens Speedboost meinem ganzen, fast meinem gesamten Team gefährlich wird. Und Dragoran, das Ding darf ich nicht boosten. Das Ding hat einen Setstein, kann Set fliegen, Set Outrage und was zurück nach dem D-Dance. Das will ich nicht. Das will ich definitiv nicht. Aber ich würde mal sagen, schauen wir uns doch mal das Team an, was ich mir hier gegen gebaut habe. Und das fängt an mit Heatran. Ja, Feuerfänger, normal. Dann, mäßiges Wesen. Habe ich auch, ich habe ausgenutzt, dass ich eh fast nichts outspeeden kann. Und die Sachen, die ich outspeede, die spielen keinen Speed. Deswegen kann ich hier Min-Speed spielen. Oder beziehungsweise halt null Speed-Investment. Spiel diesmal auch mal den Luftballon. Diesmal nicht das Power-Hub stattdessen und drop dann direkt in der ersten Runde mit Heatran. Nee, ich spiele den Luftballon. Meine V-Speed ist auch jetzt nicht gerade besonders. Ich spiele einfach auf Bulky Attacker. Und habe das Set Flammenwurf, Erdkräfte, Lichtkanone und Tarnsteine. Kurz schlucken, ja. Ja, ich treffe so ziemlich alles bei ihm im Team normal. Problem, die Tarnsteine brauche ich wegen Dragoran auf jeden Fall. Also, deswegen darf ich nicht mit nur die Schuppe anfangen, sich zu boosten, weil sonst brauche ich zwei Züge und dann ist es schon schneller als alles in meinem Team. Und das will ich nicht. Das will ich definitiv nicht. Kein Speed, deswegen muss ich auch nicht sagen, was ich Speed creepen wollte. Jawoll. Und dann würde ich sagen, ja, mal zum nächsten Mann. Und das ist Raikou. Ja. Erzwinger als Fähigkeit muss er sein. Dann hitziges Wesen heißt, ich werde wieder schön auf Aurasphäre hier spielen. Und zwar brauche ich die gegen. Was war's? Doch, ich brauche doch gegen was eben im Team. Kurz schauen. Wofür brauche ich die Aurasphäre? Auch für Keife hätte ich die noch dabei, weil ich Keife gegen mich definitiv sehe. Und allgemein noch ein bisschen zusätzliche Coverage. Aber insgesamt, da hätte ich auch vielleicht was anderes spielen können, aber habe ich jetzt eben so. Jo. Dann die 228 Speed, das ist mit dem hitzigen Wesen sind es, glaube ich, die 300. Wie ist es? 228. Sollte. Ich glaube, ich habe da auf ein Speed Creepen das Jirachi gespeed creept, also auf ein Jirachi, das auf Kyurem Speed creept. Und Kyurem hat ja eine Speedbase von 90. Und ich glaube, ich sollte da ziemlich genau drauf kommen auf den Wert, den Jirachi dann hätte, wenn es auf Kyurem Speed creept. Jo. Mehr brauche ich dann ja auch nicht. Kann dann Full Attack spielen. Und noch die KP, weil sie übrig geblieben sind. Ja. Jetzt haben wir Firmicula. Das erste Mal, nachdem ich Ede und Akamas schon gefragt haben, warum ich das nicht dabei hatte. Ja, jetzt haben wir es mal dabei. Und spielen hier tatsächlich viel Hexer Plage, weil ich keinen Bock habe, meine Moves zu missen. Weil die hier echt wichtig sind, weil das Ding richtig viel Schaden drücken kann. Frohes Wesen, Life Orb.
Die 828 Speeds sind vermutlich auf. Was ist denn das dann? Ich tippe jetzt auch nochmal auf. Ich tippe jetzt einfach mal auf Fullspeed Raji. Aber bin mir jetzt halt nicht ganz sicher. Ich merke mir einfach meine Speedgrips immer nicht. Ich habe das zumindest auch schon vor locker anderthalb Wochen oder zwei Wochen gebaut, weil. Das ist ja eine lustige Story. In der zweiten Woche dachte ich, ich muss gegen Maxi spielen. Habe ihm dann geschrieben, er schreibt ja, wir spielen erst nächste Woche. Also er dachte, wir kämpfen in der dritten Woche und eigentlich kämpfen wir in der vierten Woche. Also das Team ist jetzt schon ein bisschen älter. Aber deshalb nicht weniger effektiv. Und übrigens, das ist das erste Teambuilding, das ich mal mache, bevor ich einen Kampf aufnehme. Aber ich habe keine Ahnung, was da abgehen wird. Als nächstes haben wir dann Kyurem. Mit einem Scheunwesen, dem großen Set von Miko dadurch, Kreuzschere, Eisenschere, Bögenklau, treffe ich alles effektiv bei ihm im Team. Und Klauenwärze noch zum Boosten. Ja. Kyurem, Walschal, ich brauche den Speed, ich muss Trauran irgendwie bekommen. Hab schon wieder 228 Speed, ich habe keine Ahnung, warum es diesmal ist. Ich fühle mich auf einem 228 Speed. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auf. Entweder ist es auf Element Tohaido oder ist es auf Dragoran. Eins von den beiden Sachen wird es sein. Also Element Tohaido nach auf einem Speed Boost, logischerweise dann. Ja, mit dem Set treffe ich alles bei mir im Team gut, beziehungsweise sehr effektiv. Also Eisstrahl für Dragoran, Erdkräfte für Raji, Fokusstoß zum Beispiel noch für Tohaido oder für Keifel und Psychokinese noch für Sachen wie Kigli. Ja. Mehr muss ich dazu jetzt auch nicht großartig sagen. Kyurem Set ist jetzt nicht so unfassbar krass innovativ. Next, Palimpalim mal wieder. Das ist das dritte Mal am Stück dabei. Und hat eigentlich bisher fast immer einen richtig guten Job gemacht. Diesmal wieder Fistef. Weil ich irgendwas brauche, was ich so in meinen Kiki reinwerfen kann. Und eigentlich spiele ich ein kühnes Wesen. Habe es hier vergessen abzuändern. Sorry. Die Gaubebeere habe ich wieder dabei wegen. Ich habe die. Kolberberry eigentlich. Warum steht da jetzt Gaubebeere? Anscheinend habe ich mir vergessen, das umzuändern. Hey. Was heißt mir bitte? Ich vergesse es irgendwie jedes Mal. Ich nehme es auch schon jetzt zum dritten Mal hier auf, weil ich dann irgendwelche Fehler hier wieder drin hatte. Von Amazon oder Sprachfehler des Hasses oder ähnliches, so, ob ich jetzt nicht so Bock drauf hatte. Ja, Fistiff. Pyrokinese. HP Ice. Aufwärts und Donnerwelle, also wieder recht supportiges Set, ist sogar fast das gleiche wie letzte Woche. Ich spiele auch wieder die Kraftreserve. Der einzige Unterschied ist, dass eine Kraftreserve Eis ist und dass ich diesmal Fistef bin statt Spitzef. Und als nächstes haben wir dann noch Krebutak. Und zwar nicht wieder Wahlband freches Krebutak. Wir haben ein Fistef Krebutak. Mit einem pfiffigen Wesen, den Überresten und Verhöhner und Konter. Jetzt natürlich die Frage, warum. Ich kann mit Krebutak sogar noch recht gut einen Outfit von Dauran tanken. Und Krebutak ist eine meiner wenigen Möglichkeiten, Dauran zu revengen. Weil Dauran nicht komplett eskaliert mit den Boosts. Also, einen kann ich noch easy nehmen, kann ich auch Verhöhner drücken, so kann ich da reinkommen. Also, nach einem technischen Outfit noch so 100%, glaube ich. Ist ja auch, wenn ich im Kopf habe. Kann einen Konter drücken. Und ja, Aqua-Durchstoß, Abschlag-Konter. Also Aqua-Durchstoß und Abschlag sind halt drauf, dass ich auch Moves drücken kann. Aber logischerweise die Anpassung. Hätte ich natürlich auch Panzerhaut spielen können. Wenn ich keine Crits abbekommen, aber ja. Hoffen wir, dass es nicht so kommt, ne? Dann würde ich sagen, das ist mein Team für den vierten Kampf in der PBL, den ihr dann morgen um 16.30 Uhr sehen werdet. Hey. Und übrigens, falls es jemand interessiert, es ist heute Freitag, der 8. März. Und damit, tschüss.